Hallo alle zusammen. Ja, diesmal gibt es ein Video aus dem Winter und ich bin hier unterwegs im Kanton Schwyz und mache heute eine Trainings-Skitour. Ich bin gerade losgelaufen. Da ist hier so das Panorama. Und ja, ich würde sagen, ich sehe jetzt erstmal zu, dass mir ein bisschen warm wird und ich ein paar Meter machen kann. Und dann melde ich mich wieder und zeige euch ein bisschen mehr. So, ja, also. Hört ihr den Kleinen da hinten? Ganz lustig, der hat mich gerade verbellt ohne Ende. Ja, ja, wir sind auf dem Land, da passen die Hündchen noch auf. Oh, ich muss mal die Sonnenbrille aufsetzen, sorry. Oh, sonst sehe ich nichts. Gut, also, vielleicht das kleine Hintergrund, was mache ich heute? Wie gesagt, ist eine Trainings-Skitour auf den Chliaubrig. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe, aber der Berg, den ich euch hier vorher schon mal gezeigt habe, da, das ist der große Obrig. Und so nach hinten versetzt gibt es dann noch eine kleine Variante davon. Ja, so die Eckdaten von der Tour, es sind ungefähr 1000 Höhenmeter. Ich war jetzt die letzte Woche ein bisschen krank, wir fangen langsam an. Und ja, da werde ich jetzt hochgehen. Zu den Verhältnissen. Wir haben ja einen sehr, sehr lawinenreichen Winter bisher gehabt. Das ist jetzt ja, Ende Januar. Momentan ist die Lawinenwarnstufe in dieser Region aber runter auf 1, also auf der niedrigsten Stufe. Und von daher kann man wieder relativ viel machen. Ich bin auch alleine unterwegs. Ich meine, ihr seht, ich habe meinen Lawinenrucksack sicherheitshalber auf. Aber das ist hier eine sehr, sehr sichere Tour. Und ja. Ich sage mal, ich werde jetzt nicht sagen, dass man locker alleine auf Skitour gehen kann. Das muss jetzt einfach jeder für sich entscheiden. Aber ich habe heute für mich entschieden, dass es die Möglichkeit hier gibt. Und ja, darum mache ich das jetzt mal. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal weiter und melde mich später nochmal. Da runterfahren freue ich mich schon drauf. Cool. Ja, und hier sehen wir jetzt das erste Mal unser Tagesziel quasi. Mein Tagesziel. Das ist der kleine Obrig. Da geht's hoch. Hoch. Und hier sind wir jetzt schon relativ nah am Großen dran. Ja, ich finde, dass der Kleine fast interessanter aussieht da hinten. Mit dem Grat. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Boah du, es ist jetzt wirklich kalt. Also, heute friert es mich ganz schön. Aber es läuft ganz gut. Und da vorne komme ich jetzt auch schon aus dem Wald raus. Hoffe ich zumindest, sieht zumindest so aus. Müsste auch so sein. Und ich denke, wenn ich nicht ganz daneben liege, ja, sehen wir unser Ziel mal aus der Nähe. Ah, das macht schon beim Hochschauen Spaß. Super. Wunderbare Landschaft. Ja, richtig cool. Super, gehen wir weiter. Ja, und bin schon ein Stückchen weiter. Und zwar sehen wir den Berg jetzt von der Seite. Hier an der Gabelung, da zeige ich euch nochmal, kann man jetzt wieder rechts weg oder links hoch. Wenn wir wirklich hohe Lawinengefahr hätten, würde ich wahrscheinlich eher links gehen, weil rechts ist dann doch ein bisschen unter steileren Hängen darüber. Also gerade da hinten runter, wo das dann durchgeht. Aber dann könnte man das hier wahrscheinlich eh nicht machen. Und das ist eigentlich auch das, was ich hier gerade sehr spannend finde an dem Berg. Einfach, dass er eine relativ steile Flanke hat. Also ihr seht das da hoch. Ne?
Da kann man schon gut spitz kehren. Ja, man, ihr seht auch die Spuren vom, ich nenne es jetzt mal, bisherigen Lawinenwinter. Da ist ein Gleitschneeabbruch. Ja. Und ich gehe jetzt im Prinzip da nach hinten auf diesen Sattel. Dorthin, da. Und von dort dann hoch auf den Berg. Und dann nehme ich euch jetzt wieder mit. Ja, liebe Leute, es tut mir leid, ich muss schon wieder die Kamera, sage ich schon, die Brille oben haben, weil ich sehe sonst einfach nichts, weil ich in die Sonne gucke, damit ihr ein möglichst gutes Bild habt. Ich bin jetzt hier auf dem Rücken angekommen. Wenn wir jetzt mal da runterschauen, aus dem Tal, aus dem Einschnitt kommen wir her. Und ich zeige euch das gleich nochmal im Detail, welche Strecken man hier laufen kann. Jetzt einfach nur als kurzer Ausblick auf den Rest der Tour. Ihr seht da hoch den Vorgipfel und den Gipfel. Wartet mal kurz. So, jetzt habe ich das in der Hand. Jetzt kann ich euch das besser zeigen. Also, ihr seht da den Vorgipfel. Ihr seht da den Gipfel. Ja, da laufe ich jetzt natürlich noch hoch. Da drüben ist der große Obrick und da unten seht ihr eben das Tal, das ich euch gerade schon gezeigt habe. Im Prinzip hier drin, ich bin von der Seite da drüben gerade runtergelaufen, bis wirklich auf den Grund des Tals und jetzt über das kupierte Gelände hier wieder hoch. Also man sieht das jetzt wahrscheinlich nicht so gut auf dem Video, aber das wird so 25, 30 Grad haben. Der andere Weg, den man gehen könnte, ist im Prinzip, dass man dann da hinten auf die Schulter kommt und da durchläuft, durch die Ecke da vorne, up, nein, hier die Ecke und darunter, das ist im Prinzip der Punkt, wo sich die Wege getrennt haben, wo ich dann rechts runter bin. Das ist sicher die Strecke, die ich abfahren werde. Das ist auch die Strecke bei einer schlechten Lawinenlage. Aber ja, für mich war das jetzt einfach mal eher so eine Geschichte von Training und da hat sich einfach das kupierte Gelände plus natürlich die zusätzlichen Höhenmeter durch den Abstieg ins Tal und den Aufstieg daraus wieder ein bisschen angeboten. Also ist ja kein richtiges Tal, aber ist so ein Tobel. Gut, ja, ich mache jetzt hier gar nicht lang rum, sondern ich laufe jetzt weiter auf den Gipfel. Ich zeige euch jetzt gerade noch in die andere Richtung die Aussicht. Das ist nämlich auch wirklich, wirklich schön. Ich hoffe, man sieht es gegen die Sonne ein bisschen. Moment. Da. Ihr seht, da hängt ein, zwei Wölkchen, aber es ist echt schön. Also mir gefällt es wirklich super hier. Man, dieses alleine hier unterwegs sein hat schon was, ne? Es ist still. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, ich laufe jetzt mal weiter. Keine Ahnung, wie viele Höhenmeter es noch sind. Ich glaube so 100, 150. Das ist ein Klacks. Also dann sind wir oben. So, ich bin jetzt auf dem Gipfel und zwar, wie man hier im Hintergrund sehen kann, da Gipfelkreuz, ist eine tolle Aussicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen hier, habe einen Tee getrunken und ja, werde jetzt danach auch wieder ins Tal abfahren. Ein paar Fotos habe ich gemacht, die ich euch gleich noch zeige und ich denke, ja. Vielleicht bleibe ich zwischendrin noch mal stehen in der Abfahrt und filme noch ein, zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Das weiß ich aber nicht. GoPro habe ich nicht dabei für irgendwie auf den Helm machen. Ich habe heute Morgen die Halterung auf die Schnelle nicht gefunden und wollte jetzt ja auch nicht ewig rumsuchen. Ja, das Wetter ist sehr schön. Es ist irgendwie 1 Uhr und ich fahre jetzt dann gleich ab. Ja, und ich habe jetzt nicht mehr angehalten. Ich bin jetzt einfach direkt runtergefahren. War eine schöne Fahrt, hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. Und ja, so schnell geht's. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich sage danke, dass ihr auf der kleinen Tour dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.